Frey. No name for a demon. I am the one you seek. The one and only Tanta Syla. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Kodi mit einem weiteren Video aus der Reihe. Bevor du kaufst, heute schauen wir auf Forspoken. Ist das für euch das Richtige? Lohnt es sich, Forspoken direkt in den virtuellen Warenkorb hineinzulegen, vorzubestellen? Oder warten wir erst einmal ab? Was ist Forspoken? Ein Open-World-Action-Adventure mit Rollenspielelementen und einer ganzen Menge Magie und auch einer ganzen Menge an Parcours-Fähigkeiten sind mit dabei. Wir gucken als allererstes wie immer auf den Entwickler. Wer steckt denn hinter Forspoken? Das sind die Luminous Productions und zwar ist das ein japanisches Studio. Ist auch ein Tochterunternehmen von Square Enix und brachte 2016 Final Fantasy 15 heraus. 15 ist, glaube ich, die richtige Zahl. Damals allerdings noch unter dem Namen Business Division 2. Das war damals ihr Name. Und jetzt halt ihr zweites Werk, Forspoken, im Jahr 2023. Ich muss sagen, ich habe es ja angespielt und es hat erfreulich wenig japanisches Flair. Das ist auch unterschiedlich natürlich. Manchmal kann japanisches Flair auch richtig genial sein. Aber ich sag mal, der Ersteindruck ist jetzt nicht so übertrieben, ne, wie wir das immer kennen, so mit den kleinen Mini-Röckchen und den Unterhöschen, die durchgucken oder sonst was. Das haben sie sich zum Glück gespart. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Ich denke mal, der typische Assassin's Creed-Spieler oder so könnte eventuell seine Freude hier an dem Spiel haben. Worum geht's denn ganz genau? Wir spielen Frey. Frey, New Yorkerin ihres Zeichens, wird durch ein Portal in die magische Welt von Aesir hineingesaugt. Ich meine, ist eine gute Sache, das Mädel kommt mal an die frische Luft, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber, ja, wie immer hat das Ganze natürlich einen Haken, denn Aesir hat ein Problem und zwar eine Macht namens Break. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob sie es auf Deutsch übersetzen werden, also Ausbruch. Diese Macht auf alle Fälle, ja, verwandelt die Menschen und die Tiere, tötet diese und verwandelt sie in Ungeheuer. Und die letzten Überlebenden sind in eine Stadt geflohen und setzen halt alle Hoffnung jetzt auf uns. Denn aus irgendeinem Grund sind wir immun und können uns so gegen die Macht des Bruchs stellen. Aber wir sind nicht allein angekommen in Aesir, denn wir haben einen munter plappernden Armreif ebenso erhalten. Plappernd, das bedeutet, der unterhält sich durchgehend mit uns, spricht zu uns. Wir können uns auch ein wenig mit ihm zanken. Da bin ich gespannt, ob sich das Ganze so ein bisschen nervig entwickelt oder eher unterhaltsam ist. Ich meine, ich denke nur an High on Life und die redenden Women. Das war schon mega auf alle Fälle. Und auf alle Fälle ist halt Armreif unser Verbündeter im Spiel, der uns begleitet. Und unsere Aufgabe ist es nun, hinter die Geheimnisse, hinter des Breaks zu kommen, zu lüften, was ist da genau los, und wir müssen uns auch den Tantas stellen. Das sind keine bösen Tanten, oder obwohl, sie sehen eigentlich so aus, das sind abtrünnige Magier und Magierinnen. Muss ich hier an dieser Stelle gendern? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist zum Glück in der Spielwelt noch nicht angekommen, lassen wir sein. Zum Glück aber haben wir selbst auch magische Kräfte, um dem Ganzen auch etwas entgegensetzen zu können. Und damit schauen wir auf die offene Welt von Aesir. Wir haben also wieder eine komplett offene Welt. Ob wir diese bereits zu Beginn komplett erkunden können, kann ich momentan leider nicht sagen. Auf alle Fälle sagen die Entwickler selber, es wäre eine ansprechende Kulisse für die Story. Und wir finden ja eine ganze Menge Sachen in dieser offenen Welt. Ne? Sei es irgendwelche Notizen, die uns halt mehr Hintergrundwissen über Kulturen, über andere Völker, die hier gelebt haben oder halt auch momentan noch leben und halt vom Break fast komplett ausgelöscht worden. Da gibt es also eine ganze Menge Hintergrundmaterial und es gibt halt auch eine Menge Geheimnisse. Es gibt Arenen, die wir finden, wo wir halt antreten können, um dann besondere Belohnungen mit nach Hause zu nehmen. Sogenannte Eventgebiete sind das mit Gegnerwellen, mit Bossen. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr vielversprechend aus. Ansonsten die Welt selbst ist aber relativ leer. Denn, wie gesagt, die Bewohner der Welt haben sich in die einzige Stadt, die es noch gibt, zurückgezogen und dort verweilen sie wohl anscheinend, sodass wir also in der Welt selber eigentlich nur Gegner treffen. Also das ist ein feindliches Gebiet. Für Frey sollte das kein großes Problem sein. Wahrscheinlich so in der Art wie Central Park nachts. Die junge Dame kommt ja aus New York. Die weiß, wie es sein kann, in sich durch gefährliche Gebiete und Gegenden zu bewegen. Wir sehen es gerade im Hintergrund, wir haben halt auch die Möglichkeit,
Sachen herzustellen. Das war in der Demo momentan aktuell nur Heiltränke und die Erhöhung der Medizintasche und der Materialtasche, dass wir also mehr Materialien mit uns herumschleppen können. Wir haben aber auf alle Fälle, wie ihr gesehen habt, auch eine ganze Menge Anpassungsmöglichkeiten. Und das bedeutet, dass wir halt auch zum Beispiel, ja, hier auf alle Fälle Sachen auch mit ins echte Leben nehmen können. Ich denke, wir werden anschließend, nachdem wir Forspoken gespielt haben, ja, entweder unserer Frau helfen können mit schicken Nageldesigns oder wenn wir selber eine Frau sind, dann werden wir gute Ideen haben, was wir uns das nächste Mal auf die Nägel machen lassen. Denn wir haben bei den Anpassungsmöglichkeiten nämlich unseren Umhang, die Halskette und das Nageldesign. Wirklich, das ist dabei. Und das Ganze hat auch Perks. Das bedeutet also, dass das nicht nur rein kosmetischer Natur ist, was wir dort anziehen, sondern halt auch uns verbessert. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Entwickler hier dann auch so ein Transmog-System mit eingebaut haben. Das bedeutet, dass wir halt so rumlaufen, wie wir es optisch am liebsten haben, aber halt auch unsere Lieblings-Perks auf den Sachen drauf haben. Da bin ich gespannt, ob das dem so sein wird, weil das wäre wirklich sehr, sehr cool, wenn wir schon Nageldesigns auswählen können. Auch eher ungewöhnlich. Sieht aber im Spiel auf jeden Fall gut aus, das muss man sagen. Beyond the door, she was greeted by the most unimaginable sight. Ja, vom Kampf sehen wir ja schon einiges im Hintergrund. Der ist komplett magiebezogen. Wir haben insgesamt 4 verschiedene Arten von Magie zur Verfügung, die sich wiederum in 2 Gruppen aufteilt. Und zwar, ja, oder besser gesagt, eigentlich mehrere Gruppen aufteilt, nicht nur 2, aber zum einen natürlich Nahkampfzauber, wir haben Fernkampfzauber, wir haben aber natürlich auch Schutzzauber zur Verfügung und sollten auch dort mit den Elementen so spielen, dass das Ganze halt auch auf die Gegner passt, dass wir die entsprechenden Spells auswählen und halt auch die, ja, Verwundbarkeiten der Gegner dabei mit in Betracht ziehen. Wir bekommen das auch immer im Spiel dann angezeigt im Kampf, ob derjenige halt gegen diese Art von Magie immun ist oder halt besonders verwundbar. Und wenn wir ganz mächtige Sprüche nutzen, dann sind diese halt auch auf einen Cooldown gelegt, dass wir die erst wieder nach einer gewissen Zeit nutzen können. Wir können im Kampf direkt natürlich dann halt auch direkt die Spells über Schnellradauswahl ändern, sieht alles sehr, sehr gut aus. Optisch machen die Zauber mächtig was her und auch diese Auswahl mitten im Spiel, das sieht wirklich nach einem tollen, tollen Kampfsystem aus. Das hat sich danach angefühlt in der Demo, das muss ich auf alle Fälle sagen. Ja, falls uns die Welt von Forspoken denn wahnsinnig gut gefällt, wie sieht es denn aus mit zusätzlichem Content? Dort gibt es noch nicht so viel Wissen. Es wird auf alle Fälle mindestens einen DLC geben, denn wenn ihr die Digital Deluxe Edition erwerbt, dann gibt es dazu auch gratis den DLC. Der DLC wird dann vor der Zeit von Forspoken spielen, damit wir dann erfahren, ja, was es mit den Tantas so genau auf sich hat, wie das Ganze passiert ist, wie die, ja, von den Beschützern des Reiches auf einmal sozusagen zu dem Bösen wurden und der Name In Tanta We Trust für das DLC, wann das erscheint, wie gesagt, momentan unbekannt, da sich auch das ganze Spiel verschoben hatte. Ansonsten war der Release vom DLC bereits schon für Dezember angeplant gewesen, so dass ich denke, dass es nicht so weit nach Release, ja, bereits erscheinen wird. Ob dann noch mehr kommt, ist allerdings unbekannt. Ja, wenn wir auf Multiplayer schauen, dann gibt es dort bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass wir irgendeine Art von Koop zum Beispiel im Spiel haben werden. Aktuell wirkt es so, als hätten wir hier ein reines Singleplayer-Spiel. Ob hier eventuell auch später noch was nachgelegt wird, ist unbekannt. Dann ein ganz wichtiger Punkt, immer wieder angesprochen von euch, Sprache, Sprachausgabe und Interface könnt ihr natürlich auf Deutsch umstellen. Deutsch oder Englisch ist hier also eure Wahl, die ihr zur Verfügung habt. Bei der Grafik muss ich leider passen so ein wenig. Ich war der Meinung, dass ich von den Entwicklern einen Twitter-Post gesehen hätte, wo sie nochmal ganz genau alle Auflösungen angegeben haben. Ich habe dann auch nochmal brav und nett auf Twitter herumgesucht, habe dort aber nichts weiter dazu gefunden. Ich glaube, die Aussage war gewesen, dass wir entweder in 4K spielen und dann mit, ja, nur 30 Frames in der Sekunde, was bei dem Spiel eigentlich, glaube ich, sag ich mal, suboptimal ist, oder halt 60 FPS, dann allerdings nur in 2K. Und das wäre schöner, wenn es anders wäre, aber es ist dieselbe Engine wie in Final Fantasy 15 und die ist sehr, sehr anspruchsvoll. Auch auf dem PC ist die relativ anspruchsvoll. Also daher hoffe ich, dass da mehr geht.
Wenn wir auf die Versionen schauen, es gibt wie einmal die Digital Standard Version, also sprich einfach das Spiel zum Download, oder ihr nehmt halt die Digital Deluxe Edition. Dazu gehört dann halt auch ein digitales Mini-Artbook, ein digitaler Soundtrack, der Zugang zum DLC in Tanta We Trust und ebenso nochmal ein Paket mit Ressourcen. Bei Amazon, wenn ihr dann lieber die Disc in der Hand hättet, gibt es auch eine Steelbook Edition für 80 Euro, also ganz genau wie das Standardspiel für 80 Euro, kostet die Steelbook Edition bei Amazon nicht mehr. Vorbesteller erhalten nochmal obendrauf als kleinen Bonus eine Halskette, einen Umhang und ein Nageldesign. Damit auch nochmal ein ganz wichtiger Blick natürlich, wo erscheint denn Forspoken, auf welchen Plattformen? Wir haben den PC, habe ich bereits gesagt, wir haben die PS5 und das war's an dieser Stelle. Es ist für ein Jahr exklusiv für die PS5, das heißt, die Xbox muss ein Jahr warten. Ich glaube, das kannten die PS-Spieler genau umgekehrt bei Tomb Raider damals, wo sie ein Jahr warten mussten. Hier ist es so, die Xbox-Spieler werden ein Jahr warten müssen, ehe es ein Port für die Xbox geben wird, so dass wir momentan nur diese beiden Plattformen haben und auch nur Next Gen. Allerdings habe ich das Gefühl, gerade bei den ganzen Nachrichten und in den Kommentaren, die ich in der letzten Zeit höre, dass die PS5 wohl anscheinend immer besser verfügbar ist, denn immer mehr Leute schreiben mir, ich habe endlich eine oder ich habe die Vorbesteller-Aktion genutzt und habe bereits eine erhalten. Ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass hier viele dann mit der PS5-Version auch wirklich loslegen können. Und damit kommen wir zum Release. Es ist nämlich bereits nächste Woche soweit. Am 24. Januar geht es los mit Forspoken. Das bedeutet, ihr habt nochmal etwas als guten Lückenfüller, ehe Dead Space Remake kommt, oder einfach generell ein tolles Spiel, wo ihr euch viele, viele Stunden drin aufhalten könnt, denn Spieldauer kann ich leider nicht zu sagen. Was aber schön ist, ihr könnt euch bereits jetzt auf der PS5 mit der Demo versorgen, die auch gerade nochmal ein Update erhalten hat, wo sie nochmal ein bisschen was geändert haben, nochmal gepatcht haben. Da könnt ihr also dann einfach schauen, ob Forspoken was für euch ist. Und damit komme ich zu meinem Fazit. Ich würde es nicht vorbestellen. Ich würde auf Testergebnisse warten. Das ist mein Tipp an dieser Stelle, wirklich auf Testergebnisse zu warten. Der Ersteindruck, den ich nach der Demo gewonnen habe, muss ich sagen, ist sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr gut. Es gefällt mir optisch. Ich finde es ansprechend. Ich finde es von den Anpassungsmöglichkeiten gut. Die vielen Zauber scheinen wirklich sehr, sehr vielversprechend zu sein. Die Parcoursmöglichkeiten, die waren in der Demo noch relativ, leicht, ne? Weil eigentlich drücken sie Kreis und alles am Parcours passiert automatisch. Allerdings ist es auch so, dass sich die Parcoursmöglichkeiten innerhalb des Spiels noch weiterentwickeln, zusätzliche Fähigkeiten und Möglichkeiten kommen und dann wird das ganze Parcours wohl auch nochmal ansprechender, vielleicht auch anspruchsvoller. Das bleibt abzuwarten. Der Eindruck, wie gesagt, ist in meinen Augen wirklich sehr, sehr gut. Ich würde trotzdem warten, denn so ganz sicher kann man sich wirklich nie sein. Optisch, mir gefällt es sehr, sehr gut. Eure Meinung in den Kommentaren würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und hat das Video gefallen? Denkt an den Daumen nach oben, auch immer so eine ganz wichtige Geschichte. Und ich verabschiede mich von euch an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und sage bis dahin so long goodbye, keep gaming, euer Goodie.